Inspiriert vom Zitat von Josef Brodsky, die Parlamente würden ganz anders funktionieren, wenn vor jeder Sitzung ein Gedicht vorgetragen würde. Und anlässlich des Europatages am 9. Mai haben der Südtiroler Landtag und der Südtiroler Künstlerbund einen Literaturwettbewerb für junge Autorinnen und Autoren bis 35 Jahren zum Thema Europa ausgeschrieben. Die Jury, bestehend aus Ferruccio Delle Cave, Katrin Klotz und Ingrid Rungaldier, hat unter den 71 eingereichten Bewerbungen in allen drei Landessprachen drei ganz unterschiedliche Siegerarbeiten ausgewählt. Es handelt sich um Kleines Feuer für Paul Celan von Anna Kostner, Betrachtungen zu Paul Celan und Ingeborg Bachmann, die auf das europäische Literaturgut zurückgreifen. L'Europa e il suo orizzonte von Elisa Caneve, ein Text, der Europa aus der Perspektive des Lagers Birkenau sieht, und Europa im Gespräch von Nadia Runga, welche über Traditionen und Mythen in Europa schreibt. Die drei Preisträgerinnen, jeweils 2.000 Euro, haben ihre Texte im Plenarsaal vorgetragen und große Zustimmung erhalten.